Warum verletzen sich Menschen selbst? Eine Borderline-Störung ist eine Persönlichkeitsstörung, also eine Störung vom Denken, Empfinden und Handeln, welche gewissermaßen durchgehend bei einer Person im Leben vorhanden ist. Rein oberflächlich betrachtet fallen diese Menschen dadurch auf, dass sie extreme Stimmungsschwankungen haben, also von extrem freudig bis extrem aggressiv, dass sie häufig Selbstverletzung aufweisen. Das kennen wahrscheinlich viele auch aus dem Freundesbekanntenkreis schon mal gehört. Selbstverletzung, sich schneiden mit Rasierklingen und andere Formen. Häufige Selbstmordgedanken und suizidale Handlungen. Was so ein bisschen hinter der Bühne passiert, ist, dass diese Menschen ein extrem niedriges Selbstwertgefühl haben, ganz große Verlassenheitsängste haben, grundsätzlich viele Schamgefühle aufweisen und deswegen in sozialen Kontakten extrem fragil sind und daher auch diese extremen Stimmungsschwankungen auftreten. Also die hauptsächliche Behandlung ist wirklich Psychotherapie. Es geht darum, dass die Patienten über lange Zeit mit einer Psychotherapeutin und Psychotherapeuten zusammenarbeiten, um Selbstmordgedanken in den Griff zu bekommen, Selbstverletzung zu reduzieren, aber auch ganz wesentlich einen neuen Umgang mit ihren Gefühlen finden, Emotionen regulieren können. Das steht absolut im Vordergrund. Ganz selten mal oder bei krisenhaften Zuspitzungen können vorübergehend Medikamente hilfreich sein, aber es gibt kein Medikament, was dauerhaft gegen eine Borderline-Störung hilft.